Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video der Lernreihe Akkorde. In diesem Video möchte ich mich mit den Grundakkordsymbolen befassen. Es beginnt mit den Dur-Akkorden, die werden groß geschrieben. Wir haben hier C, D, E, F, G, A, H und C, beziehungsweise in der englischen Schrift B. Ich bezeichne das jetzt bei den Akkordsymbolen immer mit der englischen Schreibweise. Man muss sich auf irgendetwas einigen. Es gibt dann natürlich auch Cis, Dis, Fis, Gis und Eis. Es handelt sich hierbei immer um die Dur-Akkorde. Und so weiter. Die Dur-Akkorde wurden im vorletzten Video schon erklärt. Des Weiteren gibt es hierbei natürlich auch eine enharmonische Verwechslung. Cis-Dur ist dasselbe wie Des-Dur. Und hier habe ich nochmal kurz aufgeschrieben, dass H und B bzw. B und BB verwechselt werden können. Das seht ihr hier an den rot markierten Buchstaben. Dasselbe gilt für Mollakkorde. Bei Mollakkorden gibt es auch C, D, E, F, G, A, H und C. Natürlich dann auch Cis, Dis und so weiter und auch Des, Es und so weiter enharmonisch verwechselt. Deswegen habe ich die untereinander geschrieben. Sie werden grundsätzlich klein geschrieben. Wer Gitarre spielt, sieht auch ganz oft diese Schreibweise. Es ist ein großer Buchstabe mit diesem M dahinter. Das M steht für Moll. Noch einmal kurz die Verwechslung zwischen B und BB und H und B markiert. Dann kommen wir zu den verminderten und übermäßigen Akkorden. Ein verminderter Akkord, den hatten wir im letzten Video schon. Der ist ausgehend vom Grundakkord, vom Dur-Akkord. Vermindert bedeutet, dass die Quinte vermindert ist. Es wird hier ein C und ein Dim, englisch für vermindert, geschrieben bei den Akkordsymbolen. Dann kommen wir zum übermäßigen Akkord, da steht dann C plus. Plus kann man sich sehr gut merken, weil die Quinte einfach einen Halbtonschritt dazu, also plus, bekommt. Und so haben wir eine übermäßige Quinte beim übermäßigen Akkord. So, es geht dann noch im nächsten Video um weitere Akkordsymbole. Für die, die es interessiert oder die das vielleicht sogar für die Schule brauchen, geht es hier um C-Sus, C7, C und Major 7. Das ist dasselbe, wie wenn man ein C und ein Dreieck sieht. Und der Septnon-Akkord und dann noch das C mit dem Kreis dran. Im nächsten Video, Akkordsymbole Teil 2, erfahrt ihr alles über diese Akkorde. Noch weitere Akkorde gibt es dann im dritten Teil, aber ich würde vorschlagen, immer erst Stück für Stück die Videos anzusehen. Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte wie immer in die Kommentare und ansonsten war's das zu diesem Video.